Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen zu unserem Gin-Tasting. Ich bin der Karl. Mit mir ist wieder der Jörg vom Foodblog Omox, den könnt ihr ja schon. Und heute sind wir zu Gast beim Antonio in der Bar der Kulisse. Danke dafür. Gerne. In der Kulisse wird auch sehr viel Gin Tonic ausgeschenkt, daher fühlen wir uns hier wie zu Hause. Passt gut, ja. So, wir gehen nach Österreich. Ja, auf den haben wir speziell schon gefreut, weil ist eine Familienbrennerei, die Familie Thomann. Und hat mit als erstes reagiert, als ich gefragt habe, hey, wir machen hier 28 Days of Gin. Ich habe mir dann aber davor gedrückt, weil kein Mensch weiß, wie man das ausspricht. Der Name des Gins heißt, er kommt aus der Steiermark und im Dialekt heißt Este. Okay. Es gibt auch eine Erklärung, EJ-ST. Sind da Äste drin? Wir werden es sehen. Okay. Also ich gehe davon aus, dass er Est heißt. Est. Und ja, dann macht auch Sinn, logischerweise. Oder? Also ich... Eigentlich müsste es unser Bartender machen. Okay, bitte, seid ihr gestattet. Das stimmt jetzt natürlich, das war auch so abgesprochen, aber ich stand jetzt irgendwie so an der Flasche. Wir sind gut im Improvisieren. Das stimmt. So. Super. Vielen Dank, Karl. Wir riechen mal rein. Also es sollen 9 Botanicals sein, wovon allerdings außer Wacholder nur Lavendel bekannt ist. Es ist quasi ein Familiengeheimnis. Ja. Aber der Wacholder, den riecht man schon. Ja, es ist ein bisschen was Zitroniges in der Nase. Zitroniges, ja. Ja. Man riecht das ziemlich stark. Ja. Oder? Na dann. Ja, dann probieren wir es einfach mal. Zum Wohl. Oh, ist er. Hat ein bisschen Schärfe. Hat etwas Schärfe, allerdings jetzt eher so eine pfeffrige Schärfe. Ja. Ist jetzt kein Spirituosenbrand. Zitrus bleibt übrig, ja, Wacholder. Wacholder schon, ein bisschen, finde ich schon. Also ich habe was gelesen, dass das irgendwas Holznadeliges drin, dass man schmecken könnte. Wollte ich gerade sagen, das riecht nach Holz. Das könnte so ein bisschen irgendwie Kiefernadel oder so drin sein. Ja. Er ist, also, für mich hat er schon ein bisschen, weißt du wie viel Alkohol der hat? Der ist schon, hat schon ein bisschen Schärfe, auch eine Alkoholschärfe. 43,5. Ja. Also für mich ist er sehr mild, sehr rund. Mild. Ziemlich trocken. Ziemlich trocken, ja. Es bleibt so, ja, das Holzige bleibt so ein bisschen auf der Zunge zurück, würde ich jetzt mal so sagen. Also für mich ist das ganz klar Männer-Gin. Definitiv. Ja, ohne jetzt wieder hier 5 Euro in die Shobi-Kasse zahlen zu müssen. Der hat schon was. Ja? Das ist also schon kein. Da fehlen jetzt Blumen und Früchte. Ja? Dafür, dass er dann ein Damen-Gin wäre. Aber der ist gut. Der hat auf jeden Fall Charakter, muss man sagen. Also er ist ja charaktervoll. Hey, total. Ich würde sagen, mit einer Zitronenzeste würde er ja ausgezeichnet sein. Genau. Und das war's. Was für ein Tonic würdest du empfehlen? Eher was Trockenes, ja. Also normalen Indian Tonic, okay. Eigentlich. Fentiments oder Fieber. Würde ich jetzt mal so sagen, das Indie könnte auch funktionieren. Mhm. Ja. Also? Sehr gut. Ja, die Österreicher können gut Gin destillieren. Daher. Das muss man den lassen. Genau. Machen echte Männer-Gins. Ja, das täuscht jetzt aber. Also Männer-Gin, ja. Aber eher durch das bisschen Holzige, würde ich sagen. Jetzt genau. Ist jetzt kein so ein Brand wie der 1158. Nein, das nicht. Aber ist schon. Also? Ja, da können wir weitermachen. Ja, dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Und da gehen wir dann nach Berlin. Okay. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Du warst so schnell.